Der reiche und der arme Nachbar. Es lebte einmal ein sehr reicher Mann, der immer besorgt und traurig war. Aber sein Nachbar, der arm wie die Kirchenmaus war, war immer froh und lächelte ständig. Er schlief nachts ruhig durch, während der reiche Nachbar immer wieder aufschrak. Eines Tages hatte der reiche Mann das sorglose Leben seines Nachbarn satt, so lud er ihn zu sich ein. Der Reiche fragte seinen Nachbarn, wie viel dieser im Jahr verdiene, da er davon überzeugt war, dass Glück in Gold gemessen werde. »Ich kann nicht gut rechnen«, antwortete der arme Nachbar. »Aber das ist mir egal. Ich erwarte den nächsten Tag, ohne lange darüber nachzudenken.« Dem reichen Nachbarn gefiel die Antwort und er schenkte einen Beutel voller Gold dem armen Nachbarn, für den dies ein riesiges Vermögen war, sodass er den Beutel im Garten begrub. Von nun an hatte er aber schlaflose Nächte, da er Angst um sein Geld hatte. Eines Tages grub er dann den Beutel aus und gab ihn seinem Nachbarn zurück, denn er meinte, der ruhige Schlaf sei für ihn wichtiger als die ständige Sorge um das Geld. Seitdem kann er wieder sorglos schlafen und auf seinem Gesicht malte sich erneut das Lächeln.